Die Entscheidung über einen Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern München soll offenbar in den nächsten Stunden fallen. Das berichtet der britische Telegraph. Demnach haben die Verantwortlichen des FC Bayern Tottenham eine Frist bis Freitag um Mitternacht gesetzt. Bis dahin solle der Club sich entscheiden, ob er einem Transfer von Kane an die Isar zustimmt oder nicht. Wenn Tottenham weiter auf Zeit spielt oder sich gegen einen Verkauf entscheidet, würde sich der FCB offenbar nach Alternativen auf dem Transfermarkt umschauen. Demnach wollen alle Beteiligten, dass die Zukunft von Kane so schnell wie möglich geklärt wird. Auf alle Fälle vor dem Auftakt der Premier League kommende Woche Sonntag. In den letzten Wochen lehnte der Verein aus dem Norden Londons sämtliche Offerten des FC Bayern ab. Zuletzt trafen Bayern-CEO Jan-Christian Dresen und der technische Direktor Marco Neppe Tottenham-Boss Daniel Levy sogar persönlich in London. Tottenham pocht offenbar auf eine Ablösesumme von 117 Millionen Euro, der FC Bayern bietet jedoch nur rund 95 Millionen Euro Ablöse inklusive Boni,